Okay, hier bin ich wieder, meine lieben Freunde. Ich habe gerade noch mal ganz kurz bei Google geguckt, wo ich eventuell diese Moondrop-Flowers herbekomme, also diese Mondtropfenblumen. Im Winter bekommt man die gar nicht, außer, und ich habe es schon richtig ausprobiert, man wirft Schneebälle. Und da gibt es eine geringe Chance, aber wir brauchen 5 Stück, also das wird ziemlich knackig, da irgendwas zusammenzukriegen, meine Freunde. Also kann es eigentlich auch erstmal sein lassen. Also wir kümmern uns in dieser Folge erstmal am besten wirklich nur um das Gartenareal und gucken dann, was zur Gartenmesse dazu dann gesagt wird. Ich kann zum Beispiel hier von denen ja ein paar machen. 10 Stück sind ein bisschen viel, aber... Was habe ich denn? Einen Moment. Ich würde sagen, ich kaufe erstmal auch noch ein bisschen Erde oder hole ein bisschen Erde bei Hannah. Das kann sein, dass wir die öfters mal jetzt gleich gebrauchen werden. Und dann gucken wir mal. Also so ein paar Natte-Chico-Blumen-Arrangements würde ich da gerne hinsetzen. Und vielleicht auch irgendetwas, was ein bisschen mehr hermacht. Weil, wie es jetzt aussieht, das ist ja halt doch anscheinend für die Leute sehr enttäuschend. Und es, also, meine letzte Blumenmesse, also die Gartenmesse, ihr habt es mitbekommen, aber die war wirklich eine Katastrophe. Und auch als Dunhill neulich zu mir kam und meinte, ja, willst du es nochmal probieren, das letzte Mal lief ja jetzt nicht so geil. Ja, ne, also, lief ja auch nicht so geil. Ich kaufe jetzt hier gerade nochmal ganz kurz, Flachs habe ich jetzt 2 geholt erstmal und Gras brauche ich 4, dass ich das schon mal habe. Oh, neue Recipes, oh my, was ist hier los? Ist das verbuggt? What the heck is going on? Peach Pie, Apricot Pie, Pancakes, Cheesecake, ganz viel Tee. Oh mein Gott. So. Das ist jetzt auch erledigt. So. Cool. Danke, Hannah. Finde ich echt knurke von dir, dass du uns so viele Rezepte verkaufst. Warum auch immer wir jetzt so viel auf einmal bekommen haben, aber ich bin froh darüber. Gut, gut, dann bastel ich jetzt mal ein bisschen was zusammen und hoffe, dass das den Leuten dann am 11. gefällt. Blueprint. Fangen wir es mal hier an. Büsche zum Beispiel könnte ich machen. Hier, vielleicht muss ich auch von diesen Punkten viel erreichen. Es hat nämlich immer viele Punkte. Das hier. Prick. Bambus, na toll. Geht das schon mal los. Was brauche ich hierfür? Margariten, das habe ich alles nicht. Ich habe nicht so gute Sachen. Silberne Wasserkanne, na ganz toll. Ach, Tree Cycle. Jetzt verstehe ich, was das heißt. Vielleicht muss ich einfach viele EP. Gut, Gott, das. Ich kann einen machen. Ach so, das kostet auch Silber und so. Das bringt mir hier mal viele Punkte. Das bringt alles gar nicht mal so viel. Ich weiß gar nicht, ob die Punkte überhaupt irgendeine Relevanz haben. Ich bin ziemlich verunsichert. Was kann ich denn hier so Schönes machen? Oh. Da, das bringt anscheinend viel. Kann ich sogar 2 machen. Small Lumber, Lumber, Brick. Kostet in erster Linie Bricks. Wobei Bricks brauche ich vielleicht auch noch für andere Sachen. Ich guck mal ganz kurz. Brauche ich hierfür irgendwas? Hierfür brauche ich schon mal keine Bricks. Das ist sehr gut. Für das Upgrade vom Haus bräuchte ich das zum Beispiel, aber das ist ja momentan noch nicht relevant. Okay, dann bin ich jetzt hier mal total Baldi-Ball. Dann mache ich jetzt hier Tree Decoration 2-mal und hoffe, dass das die Leute gut finden, ne? Mal. Ich mache einen kleinen Steinblaser. Wanted can place autumn except for another blaser. Dann kann ich da mal reinsetzen. Vielleicht passiert irgendwas. Eine Fontäne? Mach ich auch mal. Bringt auf jeden Fall viel. Oh, jetzt habe ich relativ viel kleinen Materialstein dafür verbraucht. Aber okay. Eine Hundestatue wäre auch cool. Ach, dafür brauchte ich die Leine. Ah, verstehe.
Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade tue, ne? Ich habe absolut keine Ahnung, was das jetzt hier wird am Ende. So, ein Potipnate Chico kann ich jetzt nur noch eins machen, weil ich keinen kleinen Materialstein mehr habe. Verdammt! Ich muss noch mal ganz kurz anders hin. So, da muss ich jetzt gleich noch welchen klein hauen. Ich gehe gerade voll in die Vollen, so richtig voll, ey, damit ich hier genug zusammenkriege irgendwie. Remove Items. Muss ich dann gegebenenfalls bald mal schauen, dass ich hier an genug kleine Steinchen rankomme. Wenn ich die hier alle immer einfach so zerschlage. Was sind sie denn jetzt? So, was sind denn jetzt hier? Da, Small Rock. Alle bitte platzieren. Alle zerschlagen mit meinem supergeilen Iron Hammer. Mir fällt gerade ein, kann ich nicht eigentlich jetzt meinen Hammer zum Beispiel auch upgraden? Die Idee kommt mir jetzt relativ spät, aber... Was brauche ich denn für einen besseren Hammer? Für einen Ultra-Hammer. Platin zweimal. Hab ich kein Platin bisher gefunden? Okay. Na gut. Damit kann ich leben. Genau, ich muss ja eh noch hier im Blueprint-Modus gucken. So, dann mache ich mal 8 Stück davon. So, Bush, Country. Mache ich mal jetzt 10 Stück von. Nee, lieber nicht. Okay, dann gucken wir mal, was wir damit jetzt basteln können irgendwie. Ich habe ein bisschen Angst, aber... wird schon irgendwie funktionieren. Okay. Ich sammle das hier alles ein. Hoffentlich wird es den Leuten das nächste Mal gefallen. So. Das kann auch weg. Und das. So, fangen wir erstmal hier mit dem Plaza an. Den ich da nicht draufsetzen kann. Okay, das war total sinnlos, dass ich den gebaut habe. Aber ist okay. Ist okay, wir bleiben cool. Das sind 2 Fontänen. Ich habe keine Ahnung, was ich vorhabe. Also, bitte habt Nachsicht. So. Ich weiß nicht, was ich tue, ne? Ich möchte nur anmerken, dass ich nicht weiß, was ich tue. Also, bitte gar keine. Habt am besten einfach gar keine. Setz das Zeug hier einfach mal irgendwie hin und hoffe, dass es am Ende viele Punkte bringt. Wir können das auf jeden Fall nicht hinsetzen. So, gibt es dieser Zaun gibt es bestimmt auch nochmal vorgefertigt, sodass er um die Ecke geht. Ach, das ist ja riesig. Das kann ich nie im Leben hier draufsetzen. Das ist doch viel zu viel. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade tue. Das sieht doch alles kacke aus. Die werden dann sagen, was ist das denn für ein Zeug? Ich würde denken, das ist das Beste, was ich zu bieten hatte. Und dann werden die denken, das ist nicht gut, was sie da getan haben. Und dann werde ich denken, ja, sie haben recht, aber der Wein zusammenbrechen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. So, ich baue das erstmal alles wieder weg. Das Baumding ist ja jetzt riesig, also das kann ich vergessen. So als Trenner in der Mitte vielleicht? Nee, sieht doch kacke aus. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue.
hier irgendwie sowas basteln? Wartet mal. Alles traurig hier. Ich weiß nicht, was ich tue. Ich überlege gerade einfach, wie ich das hier vielleicht so halbwegs symmetrisch anordne, dass es am Ende irgendein Gebilde ist, wo vor allen Dingen möglichst viel drauf passt. In der Hoffnung, dass wenn viele Sachen drauf sind, dass es viele Punkte gibt dafür. Versteht ihr, was ich meine? Vielleicht den Ecken hier so die Säulen einfach mal platzieren. Komm ich hier durch? Nö. Komm ich hier durch? Nö. Ich baue mir selbst gerade alles zu. Ist okay. Damit komme ich klar. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Verdammte Axt. Ich setze einfach mal jetzt hier so ein paar Blümchen hin, neben die Säulen. Gibt es irgendwie auch irgendwelche Punkte gibt dafür, dass hier irgendwas sinnvoll ist? Ich habe keine Ahnung. So. Das ist doch wunderschön, oder? Nee, das ist nicht. Ich weiß. Ich versage gerade auf ganzer Linie, glaube ich. Ich will sonst auch nichts mehr wirklich. Ich kann jetzt wissen. Hier noch Bank hinsetzen. Und hier noch so gespiegelt auch noch mal eine Bank. Da kann man sich dann hier hinsetzen und ein bisschen chillen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich probiere gerade mal so ganz stumm ein bisschen rum, in der Hoffnung, dass da irgendwas rauskommt, was am Ende einen Sinn ergibt. Das ergibt alles gar keinen Sinn, was ich hier tue. Ich habe keine Ahnung. Ich werde sowas von abkacken. Nein. Das ist alles nicht gut. Das ist sowas, das ist zu groß. Was? Nee, es passt auch nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute. Ich bin total überfragt. Vielleicht gefällt denn das jetzt hier ein bisschen besser. Ich denke mal, die können das auch nicht so, dass man das so ein bisschen so als privaten Abschnitt so nimmt hier so. Wisst ihr, was ich meine? So, da kann man sich hier in Ruhe so reinsetzen. So habe ich mir das jetzt gedacht. Einfach mal so tun, als ob man hier irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Der Busch einnimmt. Auf jeden Fall ist es jetzt ein bisschen voller gepackt und man kann sich hier so ein bisschen hinterm Sichtschutz ein bisschen hinsetzen und entspannen irgendwie. Ich habe keine Ahnung, liebe Freunde der Sonne, was ich hier gerade getan habe. Ich hoffe, dass keiner merkt, dass ich keine Ahnung hatte, was ich hier getan habe. Ich kann höchstens noch voll krass den Sichtschutz verstärken, indem ich hier noch so ein Ding hintue. Steht hier? Versteht ihr? Hier so. Und dann mache ich ja auch noch einen hin. Ich denke mal, die gucken auch, wie viel man da drauf geklatscht kriegt oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt groß die Anordnung der Sachen bewerten. Das Algorithmus wäre ja viel zu kompliziert. Ich habe jetzt hier einfach mal ein bisschen was hingestellt und hoffe, es fällt niemandem auf, dass das scheiße war. Das ist jetzt meine Strategie. Und ich finde, diese Strategie ist erstrebenswert. Nein, sie nicht. Aber man könnte ja schon fast anmuten, dass es so wäre. So. Wenn ich jetzt hier einmal gerade schon im lustigen Bastelmodus bin, kann ich ja auch gleich mal hier. Kann ich das hier mal hinsetzen? Ja, hier.
denn so komisches Starrasenlicht? Na, nee, nee, das war zu doof. Ist das hier irgendwie... Ja, perfekt. So ein bisschen seitlich. So. Ich denke, das ist so okay. So. Schöner Marktplatz. Da. Da ist sie gut aufgehoben. Okay. Sehr schön. Ja, so viel dazu. Ja, return to Studio. Die reinste Katastrophe gerade. Ich weiß. Das kann ja noch schief gehen. Wann ist die Messe? Übermorgen. Übermorgen. Na, Tolli. Wir hoffen einfach mal aufs Beste, oder? Ist da noch irgendwas los? Habe ich irgendwelche, wie viele Geburtstage habe ich verpasst? Morgen hat Neil Geburtstag. Und ich habe den Geburtstag von Iroha verpasst. Ich bin ein schlechter Mensch. Oh mein Gott. Das wird die reinste Katastrophe, liebe Freunde. Ich will gar nicht dran denken. Oh Mann. Was haben wir denn eigentlich jetzt morgen für einen Tag, der heute ist? Wir haben Mittwoch. Eigentlich ganz spannend. Da kann ich nämlich auch gleich gucken, was es bei Rebecca dann gibt. Es gibt hier neue Sachen bei Rebecca und nochmal neue Sachen bei Hannah. Was ist denn hier los? Rebecca und Hannah, die sind hier richtig am Abgehen derzeit. Das ist ja nicht mal normal. So, ich glaube, dass viele Düngen bringt gar nichts, ne? Und dann irgendwie pro Generation das nur einmal verbessern. Kann das sein? Damit ich einmal hier gerade dabei bin. Einen Moment. Flachs nicht, aber krass. Oh, echt jetzt? Oh, das Spiel macht mich wahnsinnig, Leute. Jetzt gerade jetzt, ich habe das ja schon vorgearbeitet und gerade heute, wo ich es endlich mal aussehen wollte, was ich mal dran gedacht habe, verschwindet alles vom Boden. Jetzt muss ich wieder meine Ho rausholen. Na okay, dann kann ich jedenfalls Flachsamen tun. Ich habe vergessen, auch meine Fettfrische zu verkaufen. Ich bin total neben der Spur. Das ist nicht mehr schön. Zeit, dass ich dann mal eine kurze Pause auch mache. Ich überlege gerade nur nochmal. Ich werde dann jetzt heute und morgen in-game noch spielen, logischerweise. Und dann, wenn dann die Messe kommt, werde ich euch dazu holen und dann gucken wir mal, was die dazu sagen. Die wieder zu reißen und so, was ist das für eine Scheiße, denken. Das letzte Mal war echt übel. Also die Leute waren echt nicht sehr begeistert davon. Aber ich habe ein bisschen Geld gekriegt dafür, immerhin. Aber dieses Mal möchte ich das auf jeden Fall besser machen und dieses Mal werdet ihr auch dabei sein. Wenn die Evaluation der Dorfbewohner ist, die sich meine Stückgarten dann anschauen. Ich muss halt eben mal gucken. Ich weiß halt eben auch nicht, wie die das genau bewerten. Also, wie da der Algorithmus ist. Ich muss mir das alles dann mal in Ruhe angucken, um das alles auch richtig einschätzen zu können, was ich da fabriziert habe. Versteht ihr's? So. Alles klar. Das ist jetzt auf jeden Fall schon mal schön ausgesät. Hallo? Sehr schön. Jetzt muss ich noch irgendwie bis 10 Uhr hier die Zeit totgeschlagen kriegen. Um die Tiere kümmere ich mich dann später. Aber ihr und ich, wir wissen beide ganz genau, ich werde vergessen, mich um die Tiere zu kümmern, weil ich eine Raben-Bauern-Mutti bin. Und guck mal, wie weit ich da komme. Hauptsache, ich gucke gleich nochmal bei Rebecca in den Laden. Bei Hannah geht natürlich nicht, weil Mittwoch ist. Und dann schaue ich mal, ob wir endlich Glassteine haben. Nachdem es 2 Tage in Folge einfach mal gar keine gab. So. Okay, so viel zum Tiere. Um die Tiere kümmere ich mich morgen. Mache ich vielleicht doch gleich, weil wir noch so viel Zeit über haben. Hier ist auch was fertig. Harvest. Natürlich möchte ich den Chimichi harvesten. Ich habe einen bekommen. Wenn das schon so dasteht, wie viel ich bekommen habe, ist es vielleicht auch wieder gut, wenn ich die so im Viereck aufstelle. Ich weiß es aber nicht. Dann muss ich auch nochmal gucken, wie bei den Bienenstöcken. Wenn man die so im Viereck aufstellt, dass sie dann einfach mehr bringen und sich beeinflussen. Ich kann es aber nicht sagen. Ich kann es nur mutmaßen. So, jetzt mit der billigen Bürste, die ewig braucht, dass wir alle durchschruppen hier. Lalalala, wir haben Zeit bis um 10, weil dann macht Rebecca erst auf.
Ich könnte aber bis dann auch die Zeit so verbringen, dass ich einfach mal ganz kurz schaue, ob es Glasstein gibt. Ich glaube, das mache ich sogar. Das fühlt sich nicht so langwierig an, weil um die Tiere kümmern, das ist immer so, nee, macht man immer dasselbe, nee. Aber da ist ein bisschen Action dabei, wenn ich mal in die Mine gucke. Stimmt's dann, Hill? Ja, meine Rede. Ja. Da freue ich mich auch dann später, wenn die Tiere vielleicht auch mal ein paar mehr Produkte haben. Da muss ich am besten auch nochmal im Internet gucken, wie es sich damit verhält. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier bei der Produktion, bei der Mehrproduktion von Sachen irgendwie große Fortschritte mache. Also ich stopfe hier schon seit fast einem Dreivierteljahr irgendwie meinen Hühnern jeden Tag ein Leckerli ins Gesicht und also generell allen Leckerlis ins Gesicht. Und gerade mal ein einziges Huhn legt jetzt statt ein Ei zwei. Also die Ergebnisse lassen sich auf jeden Fall nicht sehen. Deswegen gucke ich mal, ob ich irgendwas falsch mache. Aber und zwar ganz gravierend falsch mache. Ein bisschen mal auf Vogue, weil die meisten Sachen... ganz schön viel sehe ich gerade. Die meisten Sachen gucke ich direkt bei Vogue.com. Ich habe immer die besten Infos. Ist halt alles auf Englisch, aber das gesamte Spiel hier ist ja eh auf Englisch. Also... Okay, das sieht schon mal nicht gut aus. Keine Glas. No Glas. Wo ist denn das ganze Glassteinzeug hin? Da lag doch hier immer mega viel rum und jetzt einfach mal gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich Glassteine auch aus den Minenorten hier kriege. Das kann durchaus sein. Probieren es einfach mal. Ein Rezept. Ich habe gerade nicht gesehen, für was. Und das war's. Ich konnte zwei Sachen hier ernten. Na gut. Was gibt's hier? Peridot. Aloe-Joghurt. Na, lecker. Und das war's. Das war's jetzt. Na, ganz tolli. Oh, Mann. Das Spiel arbeitet wieder voll und ganz gegen mich. In all seinen Facetten, die möglich sind. Das ist echt übel. Ich guck gerade. Glass Blackrock Coin. Middle Iron. Glass Stone. Gibt es sogar theoretisch aus den beiden Sachen, wo ich gerade drauf eingehämmert habe. Außer beim Roten gibt es nämlich überall. Na tolli. Und, bekomme ich was? Nö. Das Spiel ist so fies zu mir manchmal. Okay, so. Dann gehen wir noch ganz kurz zu Rod. Dann schenken wir nochmal was. Vielleicht mag er uns dann endlich mal irgendwie... Lila. Mir fällt gerade immer ein, wenn ich Schrott was gebe, fällt mir ein, dass wir auch noch ein Liebes-Event bei Neil vor uns haben. Der gute alte Neil, der alles in jeden hasst. Ja, das darf ich auf keinen Fall vergessen. Und da unten ist auch schon Ellen. Ellen! Und dann können wir auch noch eine Suppe ins Gesicht klatschen und mal gucken, wie sehr der uns jetzt mag. Der Schmack da uns sogar mehr als blau, weil wir aus irgendwelchen Gründen schon eine blaue Feder kaufen können. Steht hier nicht mal irgendjemanden. Nö, dann machen wir uns einfach noch blau. So viel dazu. So, heute ist Wednesday, my dudes. Bei Hannah ist nicht viel zu holen, aber dafür gucken wir nochmal ganz kurz bei Rebecca rein. Hau, irgendwie tue ich mir gerade irgendwie selbst weh. So, Rebecca, meine Süße, was haben wir denn hier? Buy a Blueprint. Hanging Pot. Oh, jetzt geht's los. Das sind die Sachen, die wir einbauen können. Device for making some foods from raw ingredients. Das klingt sehr interessant. Das sollten wir auf jeden Fall kaufen. Clove Maker. Seed Maker. Na, wenn wir den mal nicht kaufen sollen, dann weiß ich auch nicht. Müller. Ich kaufe einfach alles. So, haben wir das auch erledigt. Darum kümmern wir uns aber ein andermal. Denn die Folge jetzt ist auch schon relativ gut fortgeschritten, würde ich mal sagen. Gut. Dann versuche ich jetzt irgendwie noch die Tage zu überleben, bis, die Messe ist, was übermorgen sein wird. Spielt noch ein bisschen ohne euch und dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwas basteln können für die Maker-Chat. Aber das alles dann erst in der nächsten Folge. Keine Sorge. Ich mache jetzt hier nichts Weltbewegendes ohne euch, außer mich jetzt um die Tiere kümmern und nach Glasstein suchen. Gut. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Yume Let's Play Harvest Moon, a new beginning. Bis zum nächsten Mal. Bye.